Hi, Erik hier von Laserscanning TV, Laserscanning Europe, unsere Firma. Ihr seid hier auf dem Kanal, wo es die News gibt zu Laserscanner, Hardware, Software, Zubehör haben wir auch. Alles hier, was wir im Juli gefunden haben, Juli 2021. Und ich dachte, man findet gar nichts. Ich dachte, sind alle am Strand. Ja. Die machen alle ein bisschen chilligen Urlaub. Aber ich habe eine Menge gefunden und in dem Sinne geht ab hier der Fisch. Ja, und dann lass uns gleich mit Hardware starten. Hier unsere Freunde von Faro, die haben mal was in ihrem Metrology-Bereich gemacht. Da haben wir ja lange nichts gehört bei denen. Und die haben ihren Messarm erneuert. Also da haben die was Neues rausgebracht. Und zwar den Quantum Max Faro-Arm. Und der wird jetzt mit mehreren Laserleinenprobes ausgeliefert. Also das Produkt gibt es ja schon eine ganze Weile, Quantum Arm und vorher gab es ja noch andere Arme. Aber die haben halt ihren Laser verbessert. Ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, um die Verbesserung des Lasers. Und da gibt es jetzt drei verschiedene Laserköpfe, die die Kunden bestellen können. XA, XP und XS. Die haben halt gesagt, dass sie halt damit bis zu 30% schneller sind, steht hier. Und dass sie eben auf sehr schwierigen Oberflächen scannen können, ohne dass man da sprühen muss. Das ist ja immer ein großes Thema, dass man ja möglichst wenig sprühen will. Wir haben zwar das coole ESAP-Spray, wo man dann hinterher nicht rumwischen muss ewig. Aber wie gesagt, natürlich, wenn man das nicht machen muss, ist es besser. Sie verwenden jetzt auch drei Laserlinien, haben die jetzt drin. Statt früher hat man nur eine gehabt, jetzt haben sie drei Laserlinien. Und haben dann auch in ihrer Technologie was verändert. Der XR ist dann geeignet für kleinere Sachen, die sehr genau gemessen werden sollen. Sagen da, dass sie bis zu 30% höhere Genauigkeit und Auflösung haben. Dann die XP ist so ein ausgewogenes Verhältnis, so als Mittelgerät. Und XS ist für sehr große Bereiche, wo dann jetzt nicht die höchste Genauigkeit die Frage ist, sondern die Geschwindigkeit. Und da sind sie wohl angeblich 65% schneller. Das ist natürlich logisch. Mit drei Laserlinien kann ich auch viel schneller scannen als mit einer. Ja, ansonsten normale Faro-Software. In der KAM2-Software läuft das. Hat man so eben alles. Okay, so, gehen wir mal weiter. Trimble hat hier ja vor kurzem vorgestellt den MX50 und den GD50. Das sind halt, also der MX50 ist ein Mobile-Mapping-System und der GD50 ist ein Mapping-System für Railway. Das hat Trimble vorgestellt und das Gerät, da haben wir ja eigentlich, wen das interessiert, da haben wir zwei wirklich ausführliche Videos gemacht. Die verlinken wir hier unten, da könnt ihr euch das angucken. Da muss ich das jetzt nicht alles erklären. Also für die Leute, die sich mit Mobile Mapping auf Straßen oder auf Gleisen beschäftigt, hat Trimble da eine neue Lösung rausgebracht. Interessant, die haben da die Sensorköpfe vom X7-Scanner verbaut. Das fand ich sehr interessant und das habe ich da mal extra erklärt. So, dann gehen wir weiter hier. Da habe ich mal was Interessantes gefunden aus dem Land der, wie heißt das? China, gibt es einen Namen, fällt mir jetzt nicht ein, der gelben Sonne oder was ich, nicht ganz richtig, aber eine Firma, die bei uns relativ unbekannt ist, ich würde sie ja mal sagen, jetzt sehr CNAF bezeichnen. Ich habe unsere chinesische Kollegin gefragt, das heißt vermessen oder so übersetzt, und die haben halt hier mit DJI kooperiert, die haben ja hier eine DJI Matrice-Drohne und haben basiert auf den Livox-Scanner, den ich ja auch schon ein paar Mal vorgestellt habe, haben die hier einen Scanner rausgebracht. Hier sehen wir das, da muss ich mal weiter hochgehen. Hier ist der Livox-Scanner, da haben sie sich noch eine Kamera mit dran gebaut. Das Ding nennen die Alpha Air 450 und ist halt ein komplettes System mit IMU, GNS, 3D-Scanner und Kamera drin. Also als ein Mobile-Mapping-System. Ein bisschen ähnlich, sowas hatten wir auch mal vorgestellt von YellowScan. Die haben ja auch schon als erste eine Integration fertig gehabt. Und da muss man einfach mal schauen, was das Gerät dann hier leisten kann. Ich habe noch keins hier gesehen im deutschen Markt, aber da werden wir uns natürlich mal schlau machen, ob wir da was rankriegen. Ich glaube, Preise, habe ich mal so gehört, werden wahrscheinlich so 50.000, 60.000 Euro sein. Das ist das, was ich mal so im Buschfunk gehört habe. Also jetzt nicht für die heilige Kuh nehmen. Also da geht das ungefähr hin. Ist natürlich eine interessante Alternative. Man sieht hier unten auch die CNAF-Leute, die haben hier natürlich auch hier unten hier früher so Riegelsensoren mit verbaut für dann komplexere Anwendungen. So, und dann haben wir hier noch eine weitere Firma,
Und zwar hier Zenomatics, da hatte ich ja auch schon mal was zu gesagt. Und die haben hier jetzt announced, also die geben bekannt, die mit Englisch immer hier, dass die hier mit Zeptrino zusammenarbeiten. Also Zeptrino liefert denen ein GNSS, INS-System. Und das bauen die zusammen, damit können die, also Cinematics macht ja so ein LiDAR-System, ein kompaktes, so, da wollen die jetzt eben auch Straßenerfassung mitmachen, Straßenzustandserfassung. Und da brauchen sie auch ein GPS und da arbeiten die jetzt mit Zentrino zusammen. Ja, also das ist dazu. So, da sind wir jetzt mal hier durch. Jetzt kommt wieder der Fisch. Jetzt gehen wir zur Software. Und bei Software, da haben wir hier unsere Freunde von Aurivus. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass die die Möglichkeit haben, wenn man mit dem Plugin von Andit für Autodesk arbeitet, dann kann man dort in den normalen Autodesk-Produkten im Prinzip da zusammenarbeiten. Also kann man deren AI für Generierung oder Klassifizierung nutzen, um zum Beispiel mal Wände zu erkennen. Ja? Wie gesagt, da braucht man dann aber das Andit-Plugin. So, dann haben wir hier was sehr Interessantes gefunden. Und zwar gibt es die Firma Immersal und die, ich gehe mal hier auf die Startseite, geben nämlich bekannt, dass Immersal, dass die von Hexagon gekauft wurden. Also Hexagon, wer es weiß, sind ja ist ja die Hauptfirma auch von Leica. Und die im Prinzip hat Immersal, die machen halt AI, also solche Technologien. AI, KI, also alles in der Richtung und haben da eine Softwarelösung. Ich glaube, die sind 2015 gebaut worden und Hexagon hat sich das jetzt mitgenommen und möchte das halt in sein Produktportfolio damit einbauen halt. Also man sieht, dass die Geospatial-Leute, dass die halt da alle in den Bereich mitgehen. Also die machen hier Mapping, Augmented Reality und stellen das so zur Verfügung. Scheint es verschiedene Sachen hier zu geben. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht in dem so weiterlaufen, wie es hier ist, sondern da werden die was draus machen. So, dann, wir bleiben bei Software. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich das hier finde. Und zwar haben wir das hier, sind wir nämlich drin, PointCap. Die haben zum Beispiel jetzt vorgestellt, dass sie ihre PointCap Origin und 3D Pro, dass sie die Version jetzt für den Mac OS von Apple zur Verfügung stellen. Meines Erachtens dürfte so ein mit der ersten Softwareprodukte sein, die hier für Apple-Nutzer freigegeben sind. Und das ist natürlich vielleicht interessant, weil so gerade für die Architekten oder so, die Punktwolken nutzen, die haben ja sehr oft die Apple-Systeme. Da müssen wir mal gespannt sein, wie das dann angenommen wird am Markt, also welchen Zuspruch das hat. Okay, so. Und dann bringe ich hier wieder mal den Fisch, weil wir gehen jetzt zu Sachen bei uns im Shop. Eins können wir noch sagen, ein bisschen, das ist, läuft auch noch ein bisschen unter Software, haben wir hier Dot Product hier, haben wir jetzt bei uns hier mal im Shop neu eingebaut. Die hatten ja vor einiger Zeit da ihre ganze Softwarestruktur geändert. Wie gesagt, die liefern halt das jetzt separat aus. Also ich kann die Softwareprodukte kaufen, ich kann die Softwareprodukte auch zusammen mit Hardware kaufen. Und da sehen wir hier, da gibt es hier verschiedene Versionen. Also die haben sehr viel auf Subscription umgestellt. Da haben wir hier die verschiedenen Versionen. Ja, ein Jahr kann man hier machen, kann eine permanente Lizenz kaufen. Und es gibt da verschiedene Versionen. Und damit man sich da zurechtfindet, haben wir das auch bei uns im Shop eingebaut. Da gibt es hier nämlich eine Übersicht. Jetzt muss ich mal gucken, wo die jetzt hin ist. Ich glaube, man muss jetzt mal hier in so ein Produkt hier reinklicken. Das habe ich jetzt hier. Und genau. Und dann haben wir das in den Produkten, sieht man nämlich, welche Lizenz macht was halt. Ja. Wir sehen zum Beispiel so, dass wir zum Beispiel nur in der Lite, X und Pro-Version auch scannen können oder Fotoaufnahmen. Also wir sehen immer in einigen Versionen, was da möglich ist. Und natürlich kann man in der Pro-Version das meiste machen und in der X-Version gibt es halt auch sehr viele Lösungen. Was eben nicht geht, sind gewisse Exporte. Da kann man ZF-Daten nicht einlesen und also hier ist der Export begrenzt. Also wer es voll nutzen will, der braucht natürlich hinten die Pro-Version. Also wie gesagt, da haben wir mal für den interessiert und jetzt könnt ihr ja mit verschiedenen Sensoren koppeln. Also ihr könnt da eigene Sensoren oder ihr kauft halt die Sensoren, die der Hersteller mitliefert und das wird ja im Endeffekt auf Tabletts genommen, die in irgendwelchen Halterungen drin sind oder wo man hinten Sensoren ranknüpft halt. Okay, und jetzt kann ich nochmal den Fisch bringen, weil wir jetzt gehen nochmal kurz in Hardware, also in Zubehör.
bei uns aus dem Shop. Da haben wir hier das Thema, sollte ich halt mal Bescheid geben, dass die Zielmarken auf Kundenanfrage, die wir haben, also das sind die ablösbaren Zielmarken, die gibt es jetzt ganz neu im Set auch von 100 Stück. Und wer die bestellt, muss keine Versandkosten in Deutschland bezahlen. Also drückt hier schön auf den Knopf und damit macht der Fisch jetzt hier Feierabend für die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Bleibt dran und vergesst nicht, Kanal abonnieren und ein Like geben. Ciao, Erik.